Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die Besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Ich begrüße heute eine Frau im Gesundheitsimpulse-Podcast, deren Beiträge zur Gesundheit ich wirklich interessant und inspirierend finde. Sie ist ausgebildete Zahnärztin, hat viele Jahre auch als Zahnärztin gearbeitet, bevor sie aus persönlichen und privaten Gründen den Job an den Nagel gehängt hat und begann, ihre Erfahrungen und Botschaften als holistische Zahnärztin zu verbreiten. Das macht sie zu einem großen Teil mit Hilfe neuer Medien. Ihr YouTube-Kanal, wir werden sicher noch drüber reden, hat sage und schreibe mehr als 32.000 Abonnenten. Wow, das zeigt, dass die Frau etwas zu sagen hat. Und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Dr. Karin Bender-Gonser. Hallo Karin. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich freue mich riesig, mit dir zu sprechen und bin gespannt, welche, ja, interessanten Themen wir heute miteinander besprechen werden. Eines davon, ich habe mich ja jetzt schon gerade versprochen, ist ein riesen YouTube-Kanal. Ich, also mit Ehrfurcht habe ich gesehen, über 32.500 Follower hast du da, Abonnenten. Wahnsinn, dass du da so viele Menschen mit deinen Themen ansprichst. Aber ich behaupte, wie immer zum Beginn meines Podcasts, nicht alle meine Hörer werden dich trotzdem kennen. Da ist bestimmt noch der eine oder andere dabei, der dich in Zukunft abonnieren wird. Erzähl doch mal kurz, stell dich kurz vor, wer bist du und worin besteht so dein Beitrag im Gesundheitswesen? Ja, also wie gesagt, mein Name ist Karin Bender-Gonser. Ich bin seit 1992 Zahnärztin und habe eigentlich schon Mitte der 90er Jahre so das Gefühl gehabt in der Praxis, irgendwie reicht mir das, was ich gelernt habe an der Uni, nicht aus. Also das waren so die ersten Jahre in der Praxis, in denen ich Erfahrungen sammeln konnte und in denen es aber schon ziemlich deutlich für mich zu erkennen gab, dass ich zwar ein gutes Handwerkszeug auf der Ebene der Reparatur gelernt hatte, aber das, was ich eigentlich als Ärztin wollte, nämlich auch heilen, dass das irgendwie nicht so richtig funktionierte mit dem, was ich gelernt hatte. Und habe mich dann begonnen, schon mal alternativ weiterzubilden, habe 1995 eine Ohrakupunkturausbildung gemacht, bin dann also Ohrakupunkturärztin geworden, habe darüber schon Einblicke in die traditionelle chinesische Medizin bekommen und habe da schon gespürt, okay, also es gibt noch so viel mehr als das, was ich bisher gelernt habe. Da habe ich auch angefangen schon zu erkennen, dass Ernährung unheimlich viel mit Gesundheit auch zu tun hat, wobei ich damals noch weit davon entfernt war von dem, was ich heute weiß. Aber für mich wurde zumindest schon mal klar, es gehört auch die Ernährung mit dazu. Also nicht nur auf Zucker zu verzichten, was wir als Zahnärzte ja lernen, sondern dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, hinter Ernährung und den Körper nähren, aber eben auch die Seele und den Geist nähren, weil das ist eben auch schon Teil der traditionell chinesischen Medizin. Und da begann eigentlich meine Reise. Also ich habe dann über die folgenden Jahre immer wieder neben den schulmedizinischen Fortbildungen, die ich gemacht habe, auch immer alternative naturheilkundliche Kurse belegt und bin dann auch über naturheilkundliche Themen wie Homöopathie und auch dann über Bachblüten, Aromatherapie, auch zur zahnärztlichen Hypnose gekommen, habe das sehr viel eingesetzt in meiner Praxis, weil ich viele Angstpatienten und Kinder betreut habe und habe da dann gerade über die zahnärztliche Hypnose gemerkt, wow, also der Geist ist einfach so stark und hat so viel auch mit meiner Arbeit zu tun. Also ich habe da auch eine Technik gelernt, wie ich tatsächlich in Kommunikation mit Zähnen treten konnte. Das habe ich natürlich meinen Patienten damals nicht gesagt. Es ging alles in meinem Kopf. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich dann bei Zähnen, die extrem schwierig zu extrahieren waren, tatsächlich
ja, die Materie beeinflussen konnte und einfach nur mit bestimmten Gedanken ja, letztendlich bewirken konnte, dass ich den Zahn ganz leicht und atraumatisch extrahieren konnte. Also das sind ja Dinge, wenn man die einem Schulmediziner erzählt, der sagt, also du bist ja völlig abgefahren, aber ich habe es erlebt. Also es ist kein Hokuspokus, sondern es hat wirklich funktioniert. Jetzt bist du ja wie ich auch und wie viele oder wie alle Ärzte ja wissenschaftlich ausgebildet, schulmedizinisch, wie es so schön heißt, ausgebildet. Ihr Zahnärzte seid ja noch viel mehr Handwerker als wir Humanmediziner. Ihr lernt ja also wirklich auch Materialkunde und ihr handwerkt dann auch wirklich. Als du angefangen hast, Zahnheilkunde zu lernen, zu studieren, konntest du dir da damals schon vorstellen, dass du dich mit solchen Themen wie Hypnose befasst? Ja, also weil ich eben aus einem Haushalt komme, das ist wahrscheinlich auch ja ein großer Vorteil. Also mein Vater ist Zahnarzt und zwar ein sehr schulmedizinisch wirkender, oder inzwischen arbeitet er nicht mehr, aber hat bis ins hohe Alter eine eigene Praxis noch geführt, aber war sehr wissenschaftlich tätig. Hat auch an der Universität lange Doktoranden betreut. Also das war sozusagen der Teil meines Zuhauses, der mich in Richtung Wissenschaft erzogen hat. Und meine Mutter ist Heilpraktikerin. Also das heißt, ich habe schon zu Hause beide Pole kennengelernt und habe auch schon als Kind feststellen dürfen, dass das, was meine Mutter mir da empfohlen hat oder wenn ich krank war, was sie mit mir gemacht hat, dass das oft sehr, sehr wirksam war und manchmal sogar wirksamer als das, was vielleicht per Rezept aus der Apotheke kam. Und insofern war ich schon offen für diese Thematik. Aber ich meine, du weißt es selber, wenn man durch so ein Studium getrieben wird und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es wirklich, wir sind dadurch getrieben worden und hatten wirklich kaum die Möglichkeit, rechts und links zu gucken. Und du wirst dann auf so eine Schiene gebracht. Und das ist eben die evidenzbasierte Schulmedizin, die nur sich auf Studien bezieht. Und alles, was rechts und links ist, ist, oh Gott, ist unwissenschaftlich und wird abgelehnt. Also durch diese Prägung bin ich natürlich auch gegangen und habe auch einen inneren Konflikt auch wahrgenommen und habe auch gemerkt, so, ach ja, ich habe dann auch zeitweise wirklich auch auf Homöopathie ein Stück weit abfällig geblickt. Also das war einfach, das kam eben mit diesem, ja, ich bin jetzt Arzt, ja, oder Zahnarzt und auch dieses Gefühl zu haben, ja, wir sind ja doch was Besseres, in Anführungszeichen. Also man kann sich jetzt nicht mehr mit solchen Themen wie Homöopathie befassen. Ja, ne? Gott Willen und so. Das ist ja alles nur der Placebo-Effekt und sonst gibt es da ja nichts dahinter. Und also durch diese Zeiten bin ich auch gegangen. Aber, und das war das, was ich eben kurz anklingen ließ, nach ein paar Jahren in der Praxis habe ich eben gemerkt, okay, ich bin super wissenschaftlich ausgebildet und ich habe die neuesten Techniken und die tollsten Geräte und überhaupt. Aber bei manchen Patienten hat es einfach nicht gestimmt. Also wenn ich denen sozusagen leitliniengetreu eine Therapie verabreicht habe und es nicht besser wurde, dann stand ich eben da mit meinem schulmedizinischen Wissen und hatte keine Antworten. Und wenn ich dann, und dann habe ich eben angefangen, auch mal rechts und links vom Tellerrand zu blicken und dann habe ich gemerkt, hey, auch wenn ich jetzt mal in die unwissenschaftliche Schublade greife, aber am Ende, wenn das meinem Patienten doch hilft, warum soll ich das denn dann nicht nutzen? Genau. Ja? Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde das ganz interessant, wenn du sagst, dass dein Vater so der Hardcore-Schulmedizin, Wissenschaftsmediziner wissenschaftlich geprägt war, deine Mutter Heilpraktikerin. Wie war das denn bei euch zu Hause? Gab es da nicht auch schon ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen oder wurden die Themen ausgeklammert im Privaten? Nee, die wurden nicht ausgeklammert. Es war schon so, dass mein Vater offen war für die für die Naturheilkunde. Also er hat es nicht prinzipiell abgelehnt und hat gesagt, das ist alles Quatsch, sondern es bestand eigentlich eine Offenheit für beide Seiten. Und das ist vielleicht auch das, was ich heute in mein Konzept mit einbaue, dass ich habe eben dann in meinem späteren Arbeits
Feld gemerkt, es gibt die Naturheilkundler, es gibt die ganzheitlichen Zahnärzte und Ärzte, und dann gibt es die Schulmediziner, und irgendwie sagt der eine vom anderen, ich erkenne das nicht an, was der macht. Also es ist so ein Entweder-Oder und immer so, oh, das ist jetzt mein Feind, und nee, und so bin ich aber nicht, ich bin ganz anders. Und ich sage, es hat alles seine Berechtigung, nur wir müssen die Balance wiederfinden zwischen den Dingen und nicht universell irgendwelche Standardtherapien verabreichen und sagen, so und so sieht es aus und so, ja, gibt es die Leitlinie vor, sondern dass wir sagen, okay, wir nehmen aus allem, was da ist, das richtige Maß für das Individuum. Also das eine Individuum braucht eben mehr schulmedizinische Betreuung als das andere. Und wir können nicht generell sagen, nur das oder nur das ist der richtige Weg, sondern der holistische Ansatz ist wirklich, alles zu integrieren im richtigen individuellen Maß. Ja? Mhm. Und das ist die Kunst. Und nicht zu sagen so, ich folge jetzt dogmatisch diesem Ansatz und nur der ist richtig und alles, was daneben ist, ist falsch. Jetzt gibt es ja viele, viele Kollegen, also Humanmediziner und auch Zahnärzte, die schreiben dann ganzheitliche Zahnheilkunde oder ganzheitliche Orthopädie oder sowas. Was unterscheidet denn so einen ganzheitlich tätigen Mediziner von deinem Konzept der holistischen Zahnheilkunde? Was verstehst du unter holistisch? Also ich habe ganz, ganz bewusst das holistisch genannt, weil es die englische Variante von ganzheitlich ist, sondern ich habe versucht, es eben abzugrenzen. Und zwar heißt holistisch für mich, was ja eigentlich übersetzt auch nichts anderes als ganzheitlich ist, aber es ist für mich ein Miteinander von allen Ebenen, also Körper, Geist und Seelenebene. Ja, also die emotionale Ebene, aber auch die geistige Ebene, zu der ich zum Beispiel auch das Stressmanagement dazu, also integriere, also meditieren, all diese Dinge, Glaubenssätze überprüfen, all das geht bei mir in meinem Konzept in die Ebene Geist ein. Aber die körperliche Ebene ist klar, ist einerseits natürlich die schulmedizinische Ebene der Reparatur, die durchaus Sinn machen kann, aber auch die Ernährungsebene, die eben auch dazu gehört, und die Zahnpflegeebene. Also da gibt es auch nochmal einen natürlicheren Ansatz, den ich verfolge. Und dann die seelische Ebene, die eigentlich der größte Teil von dem Gesamtkonstrukt ist. Und das habe ich erst gelernt, als ich wirklich komplett raus war aus der zahnärztlichen Tätigkeit und von außen auf das, ja, auf mein Tätigkeitsfeld geblickt habe und mich auch weitergebildet habe, zum Beispiel mit der Psychodontie und Psychokinesiologie, und dann festgestellt habe, okay, es gibt eine eigene Sprache der Zähne, und wenn ich die lesen lerne, wenn ich das Symptom richtig lesen lerne, dann sehe ich, was da alles im Verborgenen an Ursachen ist, wo Blockaden sind. Und ich kann es auch verknüpfen, sogar mit der traditionellen chinesischen Medizin, weil nämlich die Meridiane auch bestimmte seelische Themen transportieren. Und wenn ich weiß, dass bestimmte Zähne auf bestimmten Meridianen liegen, dann kann ich dieses Wissen noch mit dem anderen kombinieren. Und dann habe ich einen riesigen Schatz vor mir, aus dem ich sozusagen, den ich nutzen kann, um erstmal zu sehen, okay, warum hat dieses Individuum überhaupt dieses Symptom entwickelt? Also jetzt lass uns das mal bitte auseinanderfisseln. Das klingt jetzt unheimlich spannend, aber für einen medizinischen Laien, der zuhört, vielleicht zu kompliziert. Also die meisten Leute gehen zum Zahnarzt, wenn sie entweder zur Prophylaxe, ne, oder die sagen, mir tut's da weh, und dann stellt der Zahnarzt Karies fest und baut ein Loch rein und macht das mit irgendeiner Füllung wieder zu. Oder wenn der Zahn ganz kaputt ist, wird er gezogen, irgendein Ersatz reingebaut. Das sind ja so diese typischen Themen, die ein potenzieller Patient mit seinen Zähnen, mit der Zahnbehandlung, mit seinem Zahnarzt assoziiert. Jetzt tut mir da oben der zweite Backenzahn weh, und ich komme zu dir. Worauf achtest du als holistische Zahnärztin? Also Punkt A möchte ich, also bin ich nicht der Ersatz für einen normalen Zahnarzt. Das ist das Erste, sondern ich sehe mich als
Begleiter des Individuums auf seinem individuellen Weg, Frieden mit seinem Symptom zu schließen. Hört sich jetzt komisch an, aber das ist eigentlich die Basis dessen, was meine Arbeit ausmacht. Verständlich zu machen, jedem, der jetzt ein Problem am Zahn hat, wir müssen zwei Dinge beachten. Einerseits natürlich die Reparatur, also du kommst und hast ein Problem und sagst, ich will das so schnell wie möglich weghaben. Reparier mir das. Das ist aber vergleichbar mit einem Patienten, der zu dir zum Beispiel käme und sagen würde, ich habe jetzt ein Problem, ich will, dass du mir jetzt ein Rezept aufschreibst, damit das weggeht. Wie es dutzendfach jeden Tag geschieht. Genau, das heißt, ich gucke eigentlich gar nicht hin, weil eigentlich ist dieses Symptom ein wahnsinniger Schatz für mich, wenn ich das Buch öffne und gucke, was da drin steht. Aber fast niemand öffnet das Buch und sagt, es ist was Böses, was über mich kommt. Und dieses böse Symptom, ich will das endlich weghaben und das, ach, das nervt mich nur. Aber das ist eben nicht das Holistische. Das Holistische beginnt bei jedem Patienten selber. Das holistische Betrachten ist, ich führe den Patienten sozusagen zu sich selber und lass ihn mal erkennen, was eigentlich wirklich dahinter steckt, dass er dieses Symptom oder sie dieses Symptom bekommen haben. Und die Chance darin zu erkennen, wenn ich weiß, was dahinter steckt und das einfach balanciere, wieder in Balance bringe, weil das ist eigentlich das, was die Natur will. Die will uns mit unserem Symptom, was nichts anderes ist als ein Frühwarnsystem, vor Schlimmerem bewahren. Nur die meisten Menschen gucken ja gar nicht hin, sondern drängen es weg. Das heißt, das Symptom muss lauter und lauter werden, damit das Individuum überhaupt nochmal dahin guckt. Aber der Kreislauf ist ja der, das Symptom kommt, man drängt es weg, dann kommt das nächste Symptom, man drängt es wieder weg. Und so ist ein Patient ein Leben lang eigentlich im Medizinsystem gefangen. Und mein Ansatz ist, zu entschlüsseln, was steckt dahinter, sodass man sich daraus sozusagen individuell befreien kann. Und damit man weiß, was kann ich alles tun? Denn es ist nicht normal, dass wir Karies bekommen. Es ist auch nicht normal, dass wir eine Parodontitis bekommen. Es ist auch nicht normal, dass wir im Alter Zähne verlieren. Nur weil unsere Großeltern das vielleicht schon gemacht haben oder dass das bei denen so war, heißt nicht, dass es so normal ist. Und wir müssen wieder den Blick auf die Natürlichkeit zurückgewinnen und sehen, was wir eigentlich in unserem eigenen Leben einfach nur durch eine Korrektur von Kleinigkeiten erzielen können, dass unser Körper vielleicht sogar beginnende Symptome selber wieder regenerieren kann, weil das kann unser Körper. Das bedeutet, ein Zahnsymptom, Schmerzen, Karies, was auch immer, kann ein Warnzeichen sein für eine Störung, die den ganzen Körper oder auch seelische Ebenen betrifft und an anderen Stellen dann auch wieder weitere Symptome hervorrufen können. Genau. Aber das Holistische geht sozusagen über das hinaus, was wir schon kennen von der Picana-Tabelle. Die gibt es ja diese Zahntabelle, wo man sieht, welche Zähne sind auf welchen Meridianen und welche anderen Organe oder Strukturen im Körper sind mit den Zähnen verbunden, sodass man zum Beispiel sehen kann, okay, ich habe Schulterschmerzen, welcher Zahn ist jetzt zum Beispiel mit diesem Meridian verknüpft und könnte da vielleicht ein Herd liegen. Das ist noch eine ganzheitliche Ebene aus meiner Sicht, weil es noch sehr auf der körperlichen Ebene bleibt. Aber bei mir geht der Ansatz sehr viel mehr in diese seelische Thematik mit rein. Also zu gucken, okay, wofür steht jetzt dieser Zahn? Und das ist wirklich so, wir können fast wie einzelne Buchstaben, es gibt ja einzelne Buchstaben, die wir zusammensetzen und dann am Ende einen Satz oder ein ganzes Buch an Informationen erhalten. Und das Symptom so aufzudröseln, dass wir die einzelnen Buchstaben finden und sie wieder zusammensetzen, das ist eigentlich der Hauptinhalt meiner Arbeit. Aber natürlich auch die anderen Ebenen zu stärken. Ja? Also auch die Ernährungsebene, mal aufzuklären, was ist denn überhaupt eine zahngesunde Ernährung? Das weiß auch kein Mensch. Ja? Oder die wenigsten kommunizieren es, was es wirklich ist. Denn es geht da nicht nur um Zuckerfreiheit, sondern um ganz viel mehr.
aber auch darum, was ist mit unserem Speichel, warum funktionieren viele Reparaturprogramme, die unser Speichel hat, heute nicht mehr? Was kann ich als Individuum dazu beitragen, dass dieses Selbstheilungsprogramm wieder funktioniert? Ja, also es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten, die wir im Alltag nutzen können, die wir selber implementieren können. Da brauche ich gar nicht den Arzt. Da muss nicht der Doktor kommen und sagen, ja, ich mache das mal für dich, Patient. Mhm. Sondern mein Ansatz ist, den Patienten in seiner Eigenverantwortung zu stärken, aber andererseits auch eben wirklich Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie er Schritt für Schritt seinen Körper wieder in die eigene Kraft zurückführt. Und natürlich ist das Symptom in dem Moment noch nicht weg. Das heißt, deshalb sage ich auch, man braucht für gewisse Dinge die Schulmedizin immer noch. Manchmal muss man auch noch reparieren. Manchmal reicht aber auch die Ursachensuche und die Balance, die man wiederherstellt, damit sich gewisse Dinge selber regenerieren. Das geht auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Defekte zu groß sind, brauchen wir die Reparatur, um wieder das Gesamtsystem, Kauapparat, zu stabilisieren. Aber wenn ich vorher gesehen habe, was ist eigentlich die wahre Ursache und dahin blicke und diese Dinge alle ausgleiche, dann habe ich energetisch gesehen eine viel bessere Grundlage, um was Neues sozusagen zu bauen. Das heißt, wenn ich eine Krone auf einen Zahn gesetzt bekomme und vorher sozusagen das energetische System, was sozusagen dafür sorgt, dass dort genug Heilung auch stattfinden kann. Wenn ich das nicht tue, dann kann es durchaus sein, und das ist etwas, was ich in der Praxis immer wieder erlebt habe, da kann der Zahnarzt die beste Krone draufsetzen, den besten Zement verwenden, die Kronen fallen nach ein paar Jahren raus und der Patient sagt, ja, warum hält denn das jetzt nicht? Mhm. Weil das Fundament nicht in Ordnung gebracht wurde, im Sinne von die Energieblockade wurde nicht gelöst. Ja, und wenn ich die Energieblockade löse, bevor da eine Krone draufkommt, bevor da ein Implantat gesetzt wird oder was auch immer, dann habe ich praktisch eine gute Grundlage für etwas, was dann ein Leben lang vielleicht halten kann. Okay. Das Beispiel finde ich gut, weil jetzt bezieht sich das aber wieder auf den Zahn, dass sozusagen die Grundlage geschaffen werden muss, damit der Zahn oder auch die Zahnreparatur dann auch langfristig hält. Aber umgekehrt hattest du davor ja auch erwähnt, dass du diese Symptome durchaus auch als Hinweise nimmst, einen Gesamtkörper, einen Gesamtorganismus so zu stärken, dass es sich auf vielen Ebenen einfach besser fühlt. Ne? Und zwar mit kleinen Dingen, die man im Alltag auch umsetzen kann. So kompliziert das Gedankengebäude dahinter vielleicht ist, so einfach soll ja die Umsetzung auch im Alltag sein. Also das sind jetzt keine Raketentechnik, die man da anwenden muss als der Anwender. Aber lass uns vielleicht zum besseren Verständnis, doch wenn du erlaubst, nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß ja von dir, dass du nicht mehr als praktizierende Zahnärztin tätig bist. Also du hast jetzt keine Praxis, wo man hingehen kann mit Zahnweh. Ne? Wie kam es denn dazu, dass du dich davon völlig abgewandt hast? Mhm. Ja, jetzt willst du die wahren Hintergründe rausfinden. Also es ist so, ich bin 2014 sehr krank geworden. Ich habe eine Diagnose bekommen, aber die Diagnose... ist nicht wirklich wichtig. Es ist einfach wichtig, dass ich in dem Moment, als ich diese Diagnose bekam, mal über mein eigenes Leben nachgedacht habe und mal sortiert habe, was in meinem Leben wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das ist sozusagen, ich bin durch mein eigenes Leben geschult worden und bin auf eine Reise gegangen, die am Ende die holistische Zahngesundheit zur Welt gebracht hat, möchte ich fast sagen. Aber die Themen hast du vorher schon für dich bearbeitet? Die Themen, also natürlich habe ich mich orientiert in die naturheilkundliche Ebene und habe da schon mal geguckt, aber da war die holistische Zahngesundheit noch lange nicht geboren. Okay. In dem Moment habe ich immer noch als klassische Zahnärztin im Grunde in der Praxis gearbeitet und habe noch so ein paar andere Dinge genutzt, aber letztendlich immer noch in dem gleichen Gesamtsystem. Ja, genau.
Und was eben auch der Fall war, es hat mich schon lange genervt, dass wir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sehr stark durch Vorgaben limitiert sind in dem, was wir machen. Also ich habe eine super tolle Uni-Ausbildung und ich bin heute noch wirklich, nicht in allen Fächern, aber in vielen Fächern hatte ich super Professoren, die meinen Blick geöffnet haben und mich offen gemacht haben für ganz viele Dinge. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe so eine tolle Ausbildung bekommen und durfte aber viele Dinge nicht nutzen in der Praxis, weil es Reglementierungen gab, weil es Vorgaben gab und das darfst du nicht mit dem kombinieren in einer Sitzung und sonst wird dir das abgezogen und der Nachbar nebenan, der macht weniger dieser Behandlungen als du, also wird das dann am Ende vom Quartal wieder abgezogen. Gibt kein Geld dafür, ne? Also so Sachen, wo ich innerlich gekocht habe und gesagt habe, ich krieg doch als Wissenschaftler beigebracht zu denken. Und dann werde ich Arzt und dann wird mir aberkannt, dass ich denken kann, oder? Also ich kriege alles vorgegeben, so wie so ein kleines Dummerchen und ich darf nur das machen und wenn ich mal rechts oder links was mache, dann heißt es, das geht nicht. Ich glaube, da muss ich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, um meinen Zuhörern mal klar zu machen, wie das so läuft, ja. Ja, und das hat mich genervt und dann kam mir sozusagen das Leben einfach zu Pass und hat mir zwar einerseits einen Schreckmoment versetzt durch die Diagnose, aber andererseits auch endlich die Kraft gegeben zu sagen, so und jetzt reicht's. Ich habe 4 Kinder geboren, ich habe immer gearbeitet und irgendwie habe ich immer jongliert und wollte es allen recht machen und jetzt geht's mal um mich. Mhm. In diesem Moment schaue ich auf mich und was kann ich loslassen und worauf setze ich meinen Fokus? Und in dem Moment habe ich einfach entschieden, ich lasse meine zahnärztliche Tätigkeit los. Ja, das ist das, worauf ich am ehesten verzichten kann. Ja, ich war in der glücklichen Lage, dass ich einen Mann habe, der uns ernähren konnte. Ja, also das war halt mein Glück. Aber genau das war nötig, dass ich wirklich komplett rausgehe, um aus einer anderen Perspektive auf meine Berufstätigkeit zu blicken und noch mehr Dinge zu erkennen, wo ich Zusammenhänge dann erkennen konnte und für mich entscheiden konnte, so, das ist nicht gesund. Also dieses System ist in sich schon so krank und es muss doch was geben, was ja einfach zu mehr Heilung führt. Und dann hast du diese Puzzleteile quasi zusammengesetzt und dieses Konzept, was du heute verfolgst, schrittweise entwickelt. Eigentlich auch durch meine eigene Geschichte. Also ich habe natürlich für mich auch selber nach Möglichkeiten gesucht, wie man den Körper stärken kann, wie man die Selbstheilung und die Regeneration des Körpers wieder unterstützen kann und habe dadurch natürlich in meinem eigenen Leben Erfahrungen gesammelt, wo ich dann sagte auf einmal, wow, das ist ja Wahnsinn. Und das müsste man doch auch mit der Zahngesundheit irgendwie kombinieren können. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe Informationen auch gefunden, die ich bislang als schulzahnärztlich tätige Zahnärztin nie gelesen habe. Und dann gedacht habe, sehr interessant, diese Informationen gibt es schon über 100 Jahre. Und irgendwie bin ich nie darauf aufmerksam geworden. Und jetzt auf einmal fällt es mir sozusagen alles in den Schoß. Und dann war meine Aufgabe eigentlich nur noch die, in Englisch sagst du, connect the dots, also einfach die Punkte verbinden und ja, einfach aus dem, was eigentlich sowieso schon da ist, etwas zusammengebaut habe. Also die spirituelle Ebene, also die seelische Ebene und die geistige Ebene und die körperliche Ebene einfach zusammengebracht im Sinne von, wie wir früher auch als Ärzte gearbeitet haben. Denn die Trennung von Körper, Geist und Seele ist ja erst seit der Aufklärung. Ja? Da hat man körperliche Ebene der Medizin und der Wissenschaft zugeordnet und die geistig-seelische hat man der Kirche zugeordnet und hat gesagt, okay, ne, das ist deren Aufgabe und die echten Mediziner kümmern sich nur noch um die körperliche Ebene. Aber vorher war es doch ganz anders und in anderen Kulturen ist es auch immer so gewesen, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden.
Hast du manchmal Bedenken, dass du mit diesen Themen so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gestellt wirst? Naja, das wird ja auch schon gemacht. Also man steckt mich ja auch in diese Ecke. Aber weißt du, erstens möchte ich dazu sagen, eine Kollegin übrigens hatte mir das auch mal gesagt, als man mich so ein bisschen in die Esoterik-Ecke stecken wollte, habe ich mich mit ihr unterhalten. Dann sagte sie, ach, weißt du, Karin, mit Esoterik hat man noch niemanden umgebracht, aber mit Psychopharmaka oder mit kann man schon Menschen umbringen. Insofern habe ich dann auch gedacht, ach Gott, sollen sie mich doch in die Esoterik-Ecke stecken? Denn man öffnet sich für das Meer, was es gibt und versucht es einfach und erlebt, was an Potenzial dahinter steckt. Oder man sagt eben, nein, ich mache den alten klassischen Weg der Schulmedizin. Es ist ja auch in Ordnung. Ich will ja auch nicht jeden missionieren. Also dafür bin ich ja nicht da, sondern ich gebe Möglichkeiten, ich gebe Inspirationen und ob die jemand nutzt oder nicht, also da bin ich völlig frei und völlig emotionslos. So jetzt wie hast auch du aber da, ja. Jetzt hast ja, du daraus ja auch ein Business gemacht. Ne? Du gibst ja diese Informationen auch weiter, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch im Internet. Wie kann man an die Informationen von dir kommen? In welcher Form bietest du deinen Hörern, deinen Kunden, deinen Klienten, wie auch immer man es nennen mag, denn diese Informationen, über die wir jetzt gesprochen haben? Also erstens gebe ich natürlich auf YouTube ganz viel Informationen heraus. Und wenn man fleißig ist, kann man eigentlich die einzelnen Videos zusammensetzen und dann das gesamte Wissen daraus völlig kostenlos bekommen. Muss man ein paar Stunden hören, denn dein Kanal ist ja wirklich groß. Ja, aber die Möglichkeit gibt es, ja. Und andererseits für diejenigen, die schneller an das Wissen rankommen möchten, habe ich, früher habe ich noch einzelne Beratungen gegeben, aber da habe ich mich dann auch in der gleichen Rolle gefühlt wie früher in der Praxis. Die Leute kommen und sagen, ja, ich will eine alternative Meinung. Hier ist mein ganzes Paket, mach du was draus und sag mir, was ich zu tun habe. Und das ist eben auch nicht der holistische Weg. Das, was ich will, ist, jeden in die Möglichkeit versetzen, selber zu laufen. Also ich nehme eine kurze Zeit an die Hand und dann möchte ich das alle alleine laufen lernen und nicht ein Leben lang an meiner Hand bleiben. Und dann habe ich erstens konnte ich es rein zeitlich auch nicht mehr alles unterbringen, weil die Anfragen einfach riesig waren. Und dann habe ich einzelne Kurse gemacht, Online-Kurse für die einzelnen Bereiche. Also es gibt unheimlich viele Dinge, die man verändern kann, schon mal Schritt für Schritt auf der körperlichen, geistigen und seelischen Ebene. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich brauche etwas, um praktisch die Menschen Schritt für Schritt in diese neue Welt hineinzubringen und habe einen Mitgliederbereich gegründet, in dem es jeden Monat intensive Informationen gibt. Also das ist fast wie ein Lehrgang, möchte ich fast sagen, wo wir jeden Monat ein anderes Thema durchgehen. Es gibt eben PDF-Dateien, es gibt Videos, es gibt Meditationen, es gibt Rezeptvorschläge, also alles Mögliche. Und dann gibt es auch ein monatliches Live-Treffen oder über Zoom, also über Videokonferenz, wo wir eben auch miteinander im Austausch stehen, so wie ein Schüler mit seinem Lehrer dann im Austausch steht. Und da kann sich sozusagen jeder ganz langsam mit der Materie auseinandersetzen und das Wissen festigen. Und die Idee ist auch, irgendwann mal sozusagen so eine Art Ausbildung zu machen, dass jemand dann eine Prüfung machen kann und dann am Ende sowas ist wie ein holistischer Zahngesundheitscoach oder Berater oder keine Ahnung, wie man das nennen mag. Okay. Aber das ist so etwas, was auch noch, was in meinem Kopf schwebt und was ich auch von den Mitgliedern schon als Feedback bekommen habe, dass sie daran interessiert wären. Das ist das eine. Aber dann entstehen momentan auch 5 Bücher. 5? Okay. Ich bin eben auch wirklich total im Stress, aber ich habe gemerkt, die Leute wollen das. Und ich schreibe jetzt diese ganzen Informationen zusammen, dass es irgendwann auch einzelne Bücher gibt, weil ich gemerkt habe, es ist so schwierig, hinterherzukommen. Ja, also weil natürlich unheimlich viele Fragen da sind und alle sagen, ich will es jetzt ganz schnell lernen und
Ja, und dann ist natürlich so ein Buch nicht schlecht. Ja? Und da gibt es dann die verschiedenen Themen. Also die Ernährung spielt, wie gesagt, eine Riesenrolle. Mhm. Aber eben auch zum Beispiel das, was ich chemiefreies Leben nenne. Also belaste deinen Körper nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen synthetischen Stoffen und Giften. Dann kann der nämlich viel schneller und viel besser regenerieren und seine Programme ablaufen lassen, und du torpedierst nicht ständig deinen Körper in seiner Funktion. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema. Aber letzten Endes gibst du deinen Kunden, deinen Klienten viele Informationen, die letztlich sie in die Lage zu versetzen, sich damit selbst zu helfen. Darum geht es letztendlich, weil ich glaube fest daran, und das hört sich jetzt vielleicht wieder sehr esoterisch an, aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Potenzial in uns selber tragen. Und an dieses Potenzial ranzukommen, das ist das, was mich sozusagen antreibt. Also jeden dahin zu begleiten, dass er spürt, hey, in mir steckt so viel mehr, als ich je gedacht habe. Und ich muss ja nicht wegen jedem Wehwehchen zu irgendeinem Experten pilgern, sondern viele Dinge kann ich vielleicht mir selber schon erklären und kann vielleicht selber mein Leben so gesund gestalten, dass mein Körper vielleicht mit einzelnen Dingen schon ganz gut selber klarkommt. Ja, also. Lass uns mal vielleicht noch ein, zwei Beispiele dazu nennen. Also viele von uns, ich auch, sind groß geworden, putz immer deine Zähne, und wir haben als Kinder unsere Fluoretten fleißig genommen, selbst unsere Kinder haben die noch genommen. Und wenn du dann also immer mit schön fluoridhaltiger Zahnpasta deine Zähne putzt, 2 oder 3 Mal am Tag, dann bleiben deine Zähne gesund, und irgendwann hat man dann trotzdem mal Karies gekriegt und so weiter. Was ist dein Ansatz? Das zum ist Thema? Genau das. Ja. Also das ist genau, du piekst genau da rein, worum es eigentlich in der holistischen Zahngesundheit geht. Ich habe vorhin dieses Beispiel mit der Krone gebracht, aber du kannst es genauso anwenden mit der Karies. Punkt A, um nochmal ganz kurz einen Exkurs zu dem Fluorid zu nehmen. Du hast es beschrieben, also in den 70ern ging es langsam los, in den 80ern war praktisch die Fluoridprophylaxe, wurde sozusagen flächendeckend ausgebreitet, und das Fluorid versprach sozusagen, die Karies endlich zu besiegen, und das war ja auch das, was die WHO sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass bis 2020 die Karies bei 12-Jährigen um 80% reduziert sein wird weltweit. Also das war jetzt das große Ziel. Aha. Und es wurde fluoridiert überall. Es wurde in, also Zahnpasten hatten Fluoride, Mundspüllösungen hatten Fluoride, es gab auch Lacke in den Zahnarztpraxen, Füllungen bekamen Fluoride, Versiegelungsmaterialien hatten Fluoride, Polierpasten in der Praxis hatten Fluoride, dann ging es ja weiter, außerhalb der Praxis gab es dann eben auch die Prophylaxe in Kindergärten, in Schulen. Es gab auch Länder, die hatten eine Trinkwasserfluoridierung, da wurdest du sozusagen zwangsmediziert, ohne dass du was dagegen tun konntest. Und Fluorid wurde überall eingesetzt. Und ich meine, wenn wir jetzt mal zurückblicken, ja, es sind jetzt einige Jahre vergangen, ja, haben wir noch Karies? Ja, klar. So, also hat doch Fluorid nicht seinen Job erfüllt, oder? Also wenn das Fluorid doch so gut wäre, wie es angeblich ist, dann würde es doch keine Karies mehr geben. Weil ich meine, so viel Fluorid, wie überall benutzt wurde, muss es doch wirklich endlich mal seine Wirkung gezeigt haben. Oder was würdest du von einem Medikament sagen, was 30 Jahre genommen wird und immer noch die Krankheit da ist? Würdest du das deinen Patienten auch weiterhin verordnen? Ja, müssen wir mal überlegen. Bei einigen ist das wahrscheinlich so, ja, dass wir Medikamente schon seit Jahrzehnten benutzen und über den Nutzen eigentlich gar nicht wirklich nachdenken. Ja, ja, also kein Mensch reflektiert das und sagt immer noch, Fluoride ist das einzig Wahre. Aber dass es auch schon Studien in den 70er Jahren gab, die zum Beispiel die antibakterielle Wirkung von Fluoriden, Chlorhexidinpräparaten und Xylit verglichen haben. Also Chlorhexidin ist diese Mundspüllösung, die man nach HNO, kennt man es ja auch, ne? Also ja, genau. Und man im Grunde ja gegen Bakterien vorgeht, aber eigentlich auch nicht die Ursache sich anschaut. Und da hat man damals schon festgestellt, dass eben nicht Fluorid und nicht
Chlorhexidin das Rennen gemacht hat, sondern es hat das Xylit das Rennen gemacht. Ja? Mhm. Aber Xylit wurde nicht in alle Füllungsmaterialien reingepackt und in alle Zahnpasten, sondern es wurde Fluorid reingepackt. Warum? Dafür gibt es auch eine Erklärung, aber die möchte ich hier nicht so preisgeben, weil da kann sich jeder selber schlau machen. Da werde ich dann wieder in so eine Ecke gesteckt. Das sollst du jetzt ja auch nicht. Ich denke, man kann einfach den gesunden Menschenverstand nutzen, indem man einfach mal schaut, hat es in den letzten 30 Jahren zu irgendwas geführt? Und wenn wir Studien heute vorgelegt bekommen, in denen eben der Rückgang der Karies bejubelt wird, dann sind das immer nur diese Altersgruppen, die die WHO sozusagen zum Ziel hatte, also die 12-Jährigen und die 6-Jährigen. Mhm. Aber dass es Studien gibt, die zum Beispiel mal schauen, wie sieht es denn bei der Kleinkind-Karies aus in unserem Land? Da würde man mal auf einmal die Augen öffnen und sagen, hey, also irgendwas stimmt doch bei uns nicht, weil wir ein Riesenproblem mit der Kleinkind-Karies haben in Deutschland. Ja? Mhm. Gerade eine Studie von 2017, die das eben belegt. Also die Karies ist immer noch ein Riesenthema. Und jetzt zu dem Holistischen, ja, um da nochmal den Bogen zu spannen. Ja. Es geht nicht darum, was wir obendrauf schmieren und hoffen, dass wir etwas wegdrücken. Das ist, du kannst es auf alle Therapien eigentlich übernehmen, das Holistische. Egal, ob du was wegschneidest, wegoperierst, zerstörst, wegdrängst, es ist damit nicht erledigt. Ich meine, du kannst noch so tolle Tumoroperationen machen und noch so tolle begleitende medikamentöse Therapien und in vielen Fällen kommen die Tumoren zurück und man fragt sich, warum? Warum? Weil das Thema nicht angeguckt wurde. Mhm. Jedes Symptom liefert dir sozusagen einen Hinweis. Und wenn du aber nicht dahin guckst, das ist wie die rote Lampe im Auto, wenn du einfach nicht drauf guckst, irgendwann ist der Motor kaputt und das Auto bleibt liegen. Und das Gleiche passiert mit uns. Also immer weggucken führt nicht ans Ziel. Ja? Das heißt, wir müssen hingucken, analysieren, balancieren und dann auch erkennen, aha, das Symptom an meinem ersten Backenzahn zum Beispiel, das hat eine ganz andere Aussage, als wenn ich das Symptom an meinen unteren Zähnen bekomme oder an meinen Schneidezähnen. Und da steckt sozusagen der Nutzen für das gesamte Leben drin, dass man sieht, okay, ich habe da Themen, die ich anschauen muss und lösen muss, weil sonst begegnen mir diese Themen immer wieder im Leben. Auf die unterschiedlichste Art und Weise werden sie zu mir kommen. Und es geht darum, einfach auch Themen anzuschauen, zu lösen und dann den Frieden sozusagen auch mit dem Symptom zu schließen. Also das Symptom ist durchaus nichts, was uns was Böses will, weil das wird immer wieder transportiert, auch in der Medizin, so das böse Symptom und so. Es geht wirklich darum, den Frieden mit uns selbst zu schließen, denn das Symptom ist ja, das sind wir ja selber. Wir kreieren doch das Symptom in uns. Wir sind doch auch nicht, also wir sind doch auch in diesem Körper. Wir können das doch nicht alles trennen. Und das ist das, was in der modernen Medizin gemacht wird. Es wird nur noch getrennt und gestückelt und es wird in kleinere Teilchen zerlegt und man sieht das große Ganze gar nicht mehr dahinter. Wir tun immer so, als ob das Symptom, so ein Symptom irgendetwas von außen wäre, aber auch das noch so vielleicht störende oder schmerzhafte Symptom ist immer noch ein Teil von uns. Ne? Und wenn du redest, ich überlege die ganze Zeit, wie man das auf mein Fachgebiet als Nasen-Ohrenheilkunde ist, von der Zahnmedizin ja gar nicht so weit entfernt übertragen könnte. Auch da gibt es handfeste körperliche Symptome. Jeder, der mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, dass das genauso unangenehm wie Zahnweh ist. Aber oft steckt da ja auch irgendwas dahinter und beim Hörsturz oder bei chronischen Entzündungen, ne, da könnte man das Thema auch auf mein Fachgebiet ausweiten und ich wette auf alle anderen Fachgebiete ganz genauso. Das waren ganz viele Inspirationen, wie ich finde, einfach mal Gedankenanstöße, dass meine Zuhörer sich darüber mal Gedanken machen, dass vielleicht was ganz anderes dahinter steckt und wenn sie
auch zum nächsten Mal zu ihrem Zahnarzt gehen, weil eine Füllung gemacht wird, weil der Zahnstein entfernt wird oder eine Krone gesetzt. Vielleicht wirklich dann auch mal anders drüber nachdenken, dass das nicht nur Reparaturmedizin bedeuten muss, sondern dass da Themen vielleicht aus seelische oder geistige dahinter stecken, die sich eben auch in diesen Symptomen dann widerspiegeln. Wenn du deine Botschaft, deine Message so in einem Satz zusammenfassen müsstest, was sind denn so oder was ist denn so dein Hauptgesundheitsimpuls? Also der Hauptgesundheitsimpuls lautet: Entdecke das Potenzial in dir selber. Lass ich so stehen. Wer mehr von Dr. Karin Bender-Gonser erfahren möchte, du hast es ja schon mehrfach angedeutet, es gibt ganz, ganz viele Informationen, auf die, glaube ich, die Zuhörer völlig kostenlos und einfach im Internet zugreifen können. Wo findet man die? Also ganz einfach auf meiner Webseite, die so heißt, wie ich heiße, also www.drkarinbendergonser.com. Alles in einem geschrieben, ne? Ich verlinke es selbstverständlich hier in den Shownotes zu dieser Folge. Genau, ganz einfach alles zusammengeschrieben und dann natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt allerdings anders, der heißt Folge dir selbst. Also so heißt auch mein Instagram-Kanal Folge dir selbst und das habe ich gewählt aus meiner eigenen Gesundheitserfahrung. Ich sage bewusst nicht Krankheitserfahrung, sondern Gesundheitserfahrung. Als ich begonnen habe, mir selbst mehr zu folgen und weniger den Vorgaben aus dem Außen, da sind ganz, ganz viele Dinge passiert. Und diese Erfahrungen möchte ich gerne auch anderen Menschen ermöglichen. Liebe Karin, ich fand es super interessant. Ich kann nur hoffen, dass wieder viele meiner Zuhörer hier Inspiration, Tipps, Impulse für sich und ihre Gesundheit mitnehmen. Und ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. War hochinteressant. Ich danke dir und ich danke allen, die bis jetzt durchgehalten haben. Wenn dich das Thema von Dr. Karin Bender-Gonser angesprochen hat und du mehr über holistische Zahngesundheit wissen möchtest, dann habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Du kannst dich für den Mitgliederbereich auf Karins Webseite anmelden und Teil ihrer wundervollen exklusiven Community werden, wo du Woche für Woche und Monat für Monat wertvollen Content bekommst. Wenn du das bis zum 16. August 2019 mit dem Gutscheincode MARTIN machst, bekommst du 20% Rabatt. Anmelden kannst du dich über die Webseite drkarinbendergonser.com, Gutscheincode Martin. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.